Und hallöchen Leute und willkommen zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Warum nicht nur Gothic 2? Ich habe mir gleich gedacht, komm, die Story verändert sich kaum, beziehungsweise es wird im Grunde nur was hinzugefügt. Und ja, da haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich war kurz am Überlegen, ob ich nicht jetzt doch lieber mit Witcher 1 anfange und mich dann nach und nach hocharbeite, eben dann weitermachen mit Gothic 2, dann mit The Witcher 2, damit ich das Ganze noch bis Mai ungefähr hinkriege, um dann eben mit The Witcher 3 anzufangen. Aber ich habe mir gedacht, irgendwie kriege ich das schon anders geregelt. Und ja, deswegen fangen wir jetzt hier mit Gothic 2 an. Gut, wollen wir einfach mal beginnen. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch mal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. So, und dann kann ich jetzt ja auch mal ein bisschen was sagen. Ja, wir wurden von Xardas, interessanterweise, aus den Trümmern des Schläfertempels heraus teleportiert. Er hat dabei es natürlich hinbekommen, unsere wundervolle Erzrüstung zu vernichten. Hat man ja am Ende des Videos noch ganz leicht gesehen, dass wir die eigentlichen auch anhatten und dann, pjung, war sie verschwunden. Gut gemacht, Stardust. Beste Rüstung im gesamten ersten Spiel. Komplett vernichtet. Ganz hervorragend. Nun ja, aber 30 Tage haben wir jetzt ohne etwas zu essen, ohne zu trinken, unter diesen Felsen begraben, geschafft irgendwie zu überleben. Nun sind wir hier. Als Held. Oh Mann. Ja, was soll man dazu sagen? An sich, am Ende des ersten Teils war es ja auch im Grunde so, dass wir aus diesem Tempel des Schläfers noch rausgekommen sind. Das war ja der größte Witz. Im Epilog wird dann hinterher noch gesagt, ja, dann sind wir rausgegangen, die Barriere war weg und alles war super, alles war toll. Da wird nichts davon gesagt. Naja, gut, aber man muss das Spiel ja an neue Gegebenheiten anpassen. Dann machen wir doch einfach mal weiter. Von welcher neuen Bedrohung sprichst du? Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers
ist Belias Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Alles klar, und da wären wir auch schon beim Handlungsstrang von Die Nacht des Raben. Wir haben ja gerade eben gesehen, Belia war eben pissig, weil wir einen seiner Geschöpfe, den Schläfer, wieder verbannt haben. Und ja, dafür hetzt er uns jetzt Aztekenmonumente auf den Hals. Klasse, super. Naja, was man aber auch sehr schön gesehen hat, wir haben ein paar alte Bekannte in dem Video gesehen. Darunter gehören beispielsweise als erstes Raven, der scheinbar doch am Leben ist, wobei wir ihn eigentlich im ersten Teil getötet haben, aber ja, Teil 2 folgt einer Ideallinie des ersten Teils. Da haben wir das alte Lager nicht komplett abgeschlachtet. Naja. Ansonsten, Saturas und die anderen Wassermagier, die wir dann auch in dem Video gesehen haben, die dann eben gegen diese Monumente gekämpft haben, waren, ja, irgendwie im Besitz von Feuermagie. Keine Ahnung, sind eigentlich Wassermagier? Vielleicht haben sie ja mal angefangen, darüber nachzudenken, ey, die Feuermagier sind alle tot. Wir übernehmen den Scheiß. Nun gut. Ja, der Schläfer ist besiegt. Hey! Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt, und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich geschart. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, Drachen. Drachen sind einfach geil. Weil Drachen sind immer, das sind immer die heftigsten Viecher von allem. Ja klar, der Schläfer als Erzdämon, der dann hinterher eben, hey Leute, ich wurde besiegt, kommt mal alle her und tretet den mal für mich in den Arsch. Super, da haben wir jetzt erstmal Drachen am Hals, alle möglichen Viecher, die Orks sind auch noch nicht besiegt. Zumindest theoretisch nicht, ich tippe mal drauf, die Orks, die wir ja im ersten Teil hatten, waren mit uns in der Minenkolonie gefangen. Die Orks waren sicher nicht so blöd und sind da dann auch reihenweise wieder mitten in die Barriere rein und so weiter und so fort. Das heißt, außerhalb existieren sicherlich auch welche. Shit. Gut, wir haben genügend Feinde. Davon lebt ein gutes Rollenspiel. Und ich quatsche hier gerade zu viel. Was können wir denn tun? Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinnes, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung.
Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Alles klar. Ultra krasses Artefakt ausfindig machen, von den Paladin klauen oder auf irgendeine andere Weise in Besitz bringen und dann sind wir ultra. Was genau ist denn das Auge Innos? Ja, das interessiert mich aber gar nicht, was das Auge Innos ist. Das Auge Innos ist ein Artefakt. Artefakte sind dafür da, damit sie uns stärker machen. Fertig, aus. Warum sollten wir das Auge Innos geben? Ja, das ist eine gute Frage. Komm, egal. Warum sollten wir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Richtig. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Ja, also wenn ich es denn mal in die Hände bekomme, das ist ja immer so die Einschränkung bei der Sache. Aber gut, wie komme ich zur Stadt? Das ist auch mal eine gute Frage. Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor. Ah, ich kann alles. Der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich. Und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ja, weil du, Wichser, meine schöne Erzrüstung zerstört hast. Ah! Ich brauche Waffen. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Also, der stärkste Magier im gesamten Spiel hat nichts wirklich Wertvolles in seinem Turm. Oder wie darf ich das verstehen? Weil ich bezweifle ganz stark, dass wir hier am Anfang richtig schöne Ausrüstung bekommen. Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg. Möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keinem Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Kapitel 1. Die Bedrohung. Ja, und dann fangen wir doch einfach mal an. Ah, ein Trank. Nehme ich. Alchemitisch. Ja, die Steuerung ist ein bisschen smoother als vorher. Oh, eine alte Steintafel. Und ja. Ein Sessel. Ein Feuerchen, ein schwerer Ast, ein Herd. Wunderbar, wunderbar. Also ich finde das hier eigentlich schon ganz heimisch. Und sieht auf jeden Fall besser aus als Sadraks Turm aus dem ersten Teil. Bisschen heimischer. Nun gut. Nach unten oder nach oben? Nach oben erstmal. Vielleicht sind wir auch in einem... Ja, nee, wir sind in seinem Turm. Blöde Frage. Aber warum zum Teufel hat der Keller eigentlich 30 Tage gebraucht, um uns aus diesen Trümmern rauszuholen? Vor allem, wie ist der selber da rausgekommen? Der ist doch vorher noch ins Koma gefallen. Egal. Egal, wir hinterfragen jetzt nicht mehr. Oh, Gold. Ja, auch hier muss ich vorher wieder sagen, ich habe das Spiel hier schon mal gespielt. Das ist aber jetzt gut 10 Jahre her. 10 Jahre. So steht es zumindest hinten auf meiner Collector's Edition von Teil 1 und 2, sowie der Nacht des Raben drauf. Ist von 2004. Habe ich es mir dann auch direkt gekauft. 2006 kam, glaube ich, Teil 3 raus. Der war dann ja eine ganz, ganz andere Nummer. Für den habe ich mir damals auch noch, ja, einen neuen Rechner zugelegt. Was haben wir hier? Eine Fackel. Gold, 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 Gold. Zack, Feuerbälle. Ach, wunderbar. Ist doch alles super. Ja, um dann hinterher herauszufinden, dass ich es nur auf niedriger Grafik spielen kann, zu Anfang zumindest. Mittlerweile sind ja so viele Community-Patches raus und so weiter und so fort. Das Spiel läuft also mittlerweile wieder, also endlich, nicht wieder, sondern endlich flüssig. Ja, und ich reiß mir hier alles
unter den Nagel, was ich finden kann. So einfach ist die Sache. Daher, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit, ich habe das schon mal gespielt, ist, dass ich weiß, dass wir hierbei kein Erz sammeln müssen, sondern Gold. Und weil Gold war ja im ersten Teil so ein bisschen sinnlos. Ich frage mich immer noch, wofür es denn da war, aber ja. Vielleicht einfach so als kleines Sammelobjekt. Haben sich die Leute von Piranha Bytes einen kleinen Scherz erlaubt. Ach ja, ach ja. So, hätten wir hier alles durch. Wunderbar, wunderbar. Weiter nach unten geht es ja nicht. Dann gehen wir doch einfach mal hier raus. Ja, die Texturen gefallen mir auf jeden Fall auch besser als im ersten Teil. Sind natürlich, ja, da liegen glaube ich auch schon wieder 2 Jahre zwischen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Zwischen der Entwicklung von Teil 1 und 2. Und die, finde ich, sieht man auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Ein Dolch? Dolch. Ernsthaft, der schwere Ast ist besser als ein Dolch. Kinder, merkt euch das. Wenn ihr angegriffen werdet, ein schwerer Ast... Entschuldigung. Ein schwerer Ast ist immer besser als ein Dolch. Ein Schaf. So nah bei Xardas. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Mäh. Na. Na, komm her, du Sack. Bam. Bam. Fuck yeah. Ein schwerer Ast, ein Goblin. Das waren unsere ersten 30 Erfahrungspunkte. Oh, ein Wolf. Gleich auch mal umkloppen. Fuck yeah. Ach, schade. Auch nochmal 30. Ach, genau, was ist das? Alte Steintafel. Das kann ich nicht lesen. Ernsthaft? Ich kann es auch nicht lesen. Ich weiß nicht, ob es einer von euch lesen kann, also ich kann es nicht. So, okay, raus da. 2 schwere Äste. Yeah. Oh, Gürtel der Kraft. Das verwende ich noch nicht. Und Geschicklichkeitsbonus von 1 verwende ich auch noch nicht. Aus dem ganz einfachen Grund. Die werden sicher... Wer hat denn da gerade sein Schwert gezückt? Daraus können wir auf jeden Fall später noch Tränke machen. Das ist... Warte mal, den kenne ich doch. Oder den kennen wir doch noch. Erstmal hier schauen. Blauflieder. Kavalon, ja richtig. Der Kerl, den wir im ersten Teil umgekloppt haben, um uns neue Pfeile und Rüstung und... Also nicht Rüstung, sondern neue Pfeile und Bögen und so weiter zu besorgen. Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal. Ich kenn dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Nee, umgekloppt. Aber gut, ja. Theoretisch ja. Dein Name ist Kavalon, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? In die Stadt. In die Stadt. So, so. In die Stadt also. Du könntest Probleme mit den Wachen kriegen. Die lassen nicht mehr jeden rein, seit es hier in der Gegend vor Banditen wimmelt. Hier ist in den letzten Tagen einer dieser ehemaligen Psioniker aus dem Minental vorbeigekommen. Er meinte, er geht ständig ein und aus in Korinnes. Er ging in das Tal unter dem großen Turm. Irgendwo bei dem Wasserfall dort muss es einen Weg dorthin geben. Vielleicht solltest du mit dem Typen mal sprechen. Psioniker? Was zum Teufel ist ein Psioniker? Ich tippe mal drauf, das hört sich irgendwie nach Psychopath an. Daher ist es wahrscheinlich einer aus dem Sektenlager. Was machst du denn hier? Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Was war mit den Banditen? Was war mit den Banditen?
Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ja. Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Dann haben sie mir von hinten ins Übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wieder haben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Okay, dann machen wir hier erstmal einen kurzen Cut insofern, als dass wir ihm das Wort abschneiden. Denn gegen Banditen möchte ich momentan eigentlich noch nicht kämpfen. Oh, eine rostige Axt. Oh. Und? Na, scheiße. Ja gut, schade drum. Aber mit sowas hätten wir rechnen müssen. Wer steht denn da vorne? Na? Oh, scheiße, ein Bandit. Xardas. Einfach mal sagen, scheiß was drauf, nein. Ich komme aus den Bergen. Ich komme aus den Bergen. Genau, du kommst aus den Bergen. Und das ist schlecht für dich. Ganz schlecht. Du wirst gesucht. Und zwar von einem ganzen Haufen übler Kerle. Es gibt da jemanden, mit dem du unbedingt sprechen solltest. Folge mir. Ein Bandit, der mich auffordert, ihm zu folgen, damit ich mit jemandem sprechen kann. Nein. Vielleicht später. Später wird es für dich nicht mehr geben, Freundchen. Aha. Na komm, komm her. Du Elende. Ich laufe. Was war das denn für ein Sprung? Scheiße, ich hab gedacht, wir hätten immer noch Akrobatik. Nein. Bleib stehen, du Lump. Nein, werde ich nicht. Aus Prinzip, nein. Oh, Kavalon mischt sich ein. Das ist doch nett. Aber, trotz allem, Wacholder. Ja, das hat uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gegeben. Ja, noch eine Waldbeere. Lebensenergie. Jawohl, das dürfte reichen. Und wieder auf dem Weg. Ne, umgekloppt hat er den Banditen jetzt nicht. Wo ist er denn? Wo ist der Bandit? Hä? Wo ist er hin? Der muss ja doch irgendwo sein. Ah, vor ihm. Weißer Rum. Oh, ein Bier. Fisch. Ein Steckbrief. Den hat er sich, glaube ich, gerade eben noch angesehen. Oh, von unserer Schokoladenseite. Gut, ja. Ich glaube, ich werde jetzt mit Kavalon in der nächsten Folge die Banditen ausnehmen. Diese Drecksäcke, die scheinen nicht besonders stark zu sein. Und wenn ich da noch Rückendeckung von ihm habe, denke ich mir doch, das könnte funktionieren. Dann machen wir hier schon mal, bevor wir überhaupt in Korinne sind, mal ein bisschen Ärger. Aber das auch bei den passenden Leuten. Bis dahin.